Moinsen, Leute! Und willkommen zu, genau richtig, FIFA Let's Play, FIFA 16, so sieht's aus. Wir spielen heute mal wieder online. Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir eventuell heute wieder online spielen. Einerseits liegt es einfach daran, dass wir, wenn wir uns jetzt unsere Top A11 gucken, nur noch jeweils zwei Verträge haben. Und unsere B11 noch drei, deswegen würde ich schon fast sagen, dass das eher heute mit dem Online-Match nochmal sein sollte. Und wir gucken einfach mal, wie die Situation aussieht. Aktuell haben wir noch sechs Spiele übrig und wir brauchen noch sechs Punkte. Von der Theorie her würde ich schon fast sagen, alles extrem machbar, weil, ne, jedes Spiel unentschieden, dann bist du auch durch. Hier in der Rankingliste, das sollte ich auch mal demnächst wieder gucken, hatte man mir mal gesagt, ja, der Sascha auf 1 hier mit sehr vielen Punkten und sehr vielen Saisonpunkten, also dann haben wir Prince Player LP auf 2. Let's Player noch einer? Wenn ja, dann schreib mal in die Kommentare. Poste mal dein Kanal, wenn du Lust hast, unter diesem Video hier. Wenn du das hier Ultimate Team Like, weißt du, ne, machst, dann gerne hier runter nochmal, aber boah. Und auf 3 haben wir LH-TCLDI. Ich glaube, gegen diese alle Teams haben wir noch gar nicht so wirklich, also gegen das Team von Sascha, ja, aber die anderen beiden, glaube ich, haben wir nicht gespielt, ne? Im Freundschaftsspielmodus? Ich weiß es nicht. Kann sein. Wir hatten ja mal im Februar Freundschaftsspielmodus, dass wir im Endeffekt gegen die Teams Freundschaftsspiele gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht und von daher willkommen. Mal gucken, wo wir denn heute spielen und gegen wen wir denn heute spielen. Ich hoffe, dass das heute alles gut läuft. Schließlich ist das eigentlich im Endeffekt unser bestes Team, was wir momentan hier in diesem Monat aufstellen können. Da. Wir spielen zu Hause. Wir spielen zu Hause. Oh. Dann, ja. Wenn wir zu Hause spielen, spielen wir im Hertha-Trikot. Wie wir alle wissen, nur nach Hause in Berlin. Nur nach Hause in Berlin. Aber wir spielen ja im Endeffekt ja, eine interessante Partie. Der Gegner mit einem rein deutschen Team. Also okay, nee, doch nicht. Da hinten in der rechten Ecke, da steht jemand. Nicht, der in Deutschland jemals irgendwann aktiv war, oder? Hat er mal in Deutschland gespielt? Ich glaube nicht. Aber sonst eigentlich im Groben und Ganzen Spieler, die alle aus Deutschland bekannt sind. Außer unser Rechtsverteidiger, außer der Rechtsverteidiger, der jetzt auf der linken Position steht. Warum auch immer. Ne, also. Da muss dann wieder der Sinn dahinter stehen, glaube ich. Oder auch nicht. Willkommen aus unserem Berliner Olympiastadion. Mir hat jemand geschrieben in den Kommentaren, dass er sehr oft im Regen spielt. Auch online. Da ist dann jetzt eigentlich im Endeffekt die große Frage, auswärts oder zu Hause? Weil zu Hause kann man das beeinflussen. Jaha, zu Hause kann man das beeinflussen, wie man eigentlich spielt. Also tags, nachts, das eher weniger fast schon, aber das Wetter kann man schon fast beeinflussen online. Denn man muss bei den Einstellungen irgendwie bei Anstoß, das hat auch mir nämlich gesagt, bei Anstoß die Sachen voreinstellen. Das heißt also, Tageszeit, Jahreszeit, Wetter und alles drum und dran, das muss man alles vorher einstellen. Und dann spielt man auch zu Hause nicht im Regen. Man spielt dann zu Hause beispielsweise Sonnenschein, Schnee, was weiß ich. Ja, und das auch online. Ach ja, unsere schöne Hymne der Drunken Sailor. Muss man auch mal genießen für sich selber. Also, dann schauen wir mal, wie das denn heute laufen wird gegen den Gegner mit HSV-Trikot. Wollte schon sagen, mit HSV-Trikot Stockend. Das wird sich aber wahrscheinlich auch denken, so von wegen, oh Mann, Mann, Mann,
aber André Ter Stegen im Tor. Schiedsrichter kommt aus der Ukraine. Ja, den kennen wir schon bestens. Da brauchen wir hier nicht groß lamentieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mein Gegner aus Deutschland kommt. Falls ja, einen herzlichen Gruß von hier. Falls nein, trotzdem herzlichen Gruß von mir, weil also wenn er aus Deutschland kommt, werde ich natürlich posten so von wegen, ah, Let's Player und so, und kannst du das Video natürlich angucken von hier, von mir, von meiner Analyse, und ja. Also, Mustafi als Shadow und Rode als Engine. Musst du natürlich mal gucken, ob das, wie das jetzt läuft. Da wird er wahrscheinlich mehr zentral spielen als offensiv dabei zu sein. Wir spielen ja aber grundsätzlich Tiki-Taka. Der ein oder andere von euch kennt das, ja. Wir spielen ja hier grundsätzlich hin, her, links, rechts. Dementsprechend spielen wir auch schon gleich von Anfang an Barcelona-Taktik. Hat man mir gesagt auch, dass ich mit der Barcelona-Taktik auch anfangen kann, diese Partie. Also ich finde das immer sehr gefährlich, mit einer Partie anzufangen, die darauf hinaus ist, dass wir eigentlich Energie sparen. Da die Taktik ja relativ Energiesparmodus hat. So. Den Energiesparmodus von Anfang an drin hat. Das ist natürlich so eine Sache für sich, ne? So, das war jetzt ein katastrophaler Fehlpass. Die Chance hier für den Gegner, hier zur Führung zu kommen. Und Rouvier kriegt den. Ja, jetzt wieder anfangen, Tiki-Taka. Theoretisch, wie gesagt, wir brauchen überall nur einen Punkt. Und so spielen wir auch eigentlich gerade. Natürlich, drei Punkte würden die Sache deutlich erleichtern. So, erste Chance für unser Team. Und es ist faul. Es gibt Freistoß. Aber trotzdem. Ah, schade. Die Idee war eine andere. Und jetzt wieder rüber. Gucken. Da ist keiner. Da ist niemand. Das ist ganz schlecht. Und das ist noch schlechter, wenn er den Ball nicht annimmt. Und das ist faul, das ist Freistoß für uns. Wenn er den Ball nicht annimmt, das ist ganz schlecht. Sehr schön gemacht. So. Punkt genau. So, und jetzt. Das ist das, was ich kritisiere so oft. Dann geht der Ball direkt schön in den Passlauf und dann sowas. Jetzt aber! Und der Schusschance! Und der Ball rollt nicht ins Tor! Und er rollt nicht ins Tor! Oh Mann, oh Mann! Und das ist Abseits. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ja, Abseits ist natürlich so eine bittere Sache dabei. Ja, geht daran vorbei, souverän. Aber daran nicht. Daran nicht. Wir spielen ja grundsätzlich mit sehr viel Ballbesitztaktik. Apropos Ballbesitztaktik, Matchday, ja, steht im Mai an. Welcher Mai, das verrate ich nur denjenigen, die mit mir befreundet sind.
Also nicht real life befreundet, das sicherlich auch, aber dem interessiert es wahrscheinlich kaum was. Oh je. Nicht real life befreundet, den interessiert Karl das kaum eher, sondern eher denjenigen, die bei per PlayStation mit mir befreundet sind. Und dann schauen wir mal, welcher Mai das sein wird. Weil ich habe den schon hier datiert. Ich habe auch alles schon soweit für mich persönlich fertig gemacht, dass ich im Endeffekt nur noch euch anschreiben muss. Denn dieses Mal machen wir das so, dass ich euch anschreibe und ihr mir antwortet. So, und ja. Ob ihr Zeit habt, wann ihr Zeit habt und wie ihr Zeit habt. Und das ist genau das, was ich so kritisiere. Ai, der Ball springt ins Aus. Aber nicht aufregen. Wir haben noch genug Chancen hier, überhaupt irgendwas hinzukriegen. Dankeschön. Alles im grünen Bereich. Ja, und wenn du dann so Fehlpässe machst, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt müssen wir gucken, wo können wir am ehesten hinspielen. So, am ehesten dahin, mit der Hacke weitergeleitet, mit der Hacke weitergeleitet. Und das klappt dann wieder nicht. Und wieder weiter und sehr schön. Und jetzt die Chance. Aber wir nutzen sie nicht. Lopez mit der Möglichkeit, aber irgendwie schießt er nicht. Oh, Riesenfehler. Das ist genau das, was ich so hasse. Riesengroße Fehler da hinten. Kidira macht das 1 zu 0 und jetzt müssen wir natürlich jetzt was machen. Aber genau das ist ja eben das, was. Es sind so extrem viele Fehler. Es ist einfach eine Riesenkatastrophe, wie das hier abläuft. Na, ihr seht, ich mache nichts anderes als sonst, sondern im Endeffekt ist das genau so wie gehabt. Es ist alles genau so wie gehabt. Und irgendwie verlieren sie alle möglichen Bälle und irgendwie ist alles total scheiße. Wir können nicht schießen, wir können nicht richtig passen, wir können gar nichts. Und das läuft auf eine Niederlage hinaus und jetzt rutschen die Hände wieder. Das ist unfassbar. So, das wäre fast eine Eigentorvorlage gewesen. Und es gibt Eckball. Ja, wir haben 61% Ballbesitz, das bringt uns aber nichts, wenn wir zurückgehen. So. Jetzt wird er wahrscheinlich auch merken, dass wir ein bisschen offensiver dabei sind. Ja, 0-1 Rückstand durch, sagen wir so, komplette Konzentrationsfehler? Nein, durch Spielfehler im Endeffekt, dass jeder Spieler von mir hier irgendwie das nicht richtig hinkriegt, in irgendeiner richtigen Position zu stehen. Also, klar, der Gegner öfter vorne drin, aber es liegt einfach daran, dass wir einen Punkt holen wollen und nicht irgendwie gewinnen wollen. Und das merkt man auch hier in der Statistik. Der Gegner hat deutlich besser, also in der Offensive. Heißt aber noch längst nicht, dass wir hier nicht irgendwie was machen können. So, und so kommt das manchmal. Kommt vom Kommen und der Kommende kommt auch. So, jetzt müssen wir aber trotzdem dabei sein und trotzdem offensiv dabei sein. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird es schwierig. Sehr schwierig. Aber der Gegner wartet ein bisschen. Das stört mich nicht, weil wir hätten auch gewartet. Oder der Gegner wechselt. Der Gegner wechselt. Doppelwechsel.
vor einem Sturm wahrscheinlich. Der wird wahrscheinlich merken, so von wegen, eigentlich ist hier mehr möglich. Der wird wahrscheinlich merken, hier ist mehr möglich und irgendwie, ja. Ah, das ist viel zu weit weg. So. Und jetzt. Ja, Lattentreffer! Das ist doch nicht möglich. Da trifft er die Latte. Oh jemine, oh jemine. Oh jemine. So. Ja, faul, Freistoß. Bringt uns aber auch nicht viel weiter. Weil dann genau wieder das passiert. Ah, gut weit vorgelegt, Sané. Und Kopfball und weg das Ding. Griezmann, da war niemand mehr dran. Also eigentlich wäre das dann ins Tor gegangen. Und das ist wieder da, verhungerter Kopfball. Wir haben Rouvier im Tor, das ist nicht so, dass wir irgendwem im Tor haben. Wir brauchen wirklich einen Top-Tag, dass wir das Ding jetzt hier noch drehen können. Und ja, und das ist genau das, was ich meine. Da verhungern die Bälle im Endeffekt allesamt irgendwo. Aber nicht da, wo sie sein sollten. Wir machen ja gleich. Jetzt kommt dieser Ruhemodus, den ich ja ganz oft schon angekündigt habe im Endeffekt, weil was bringt das? Jetzt rege ich mich gerade so extrem auf, weil alles Mögliche gerade nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Weißt du, du machst einen Kopfball, wo geht der hin? Direkt vor die Beine des Gegners. Warum? Das ist eigentlich eine große interessante Frage. Ne? Das ist eine Aufregungsfrage. Das ist eine Frage, die man eigentlich im Endeffekt... So. Ja. Verliert den Ball. Der Gegner ist heute nicht besser. Nächstes Foul, Freistoß. Machen wir so. Und ja, genau das meine ich. So, jetzt aber. Das war der erste Schuss in diesem Spiel. Oh, da macht er keinen Trick. Normalerweise machen sie doch immer alle Tricks. Und Ecke. Ja. Normalerweise machen sie doch immer alle Tricks und meinen dann, sie wären die coolsten. Wenn wir cruisen, werden wir durch die City düsen. Yeah. Müssen wir das kommentieren? Müssen wir das kommentieren? Müssen wir das kommentieren? Nö. Oder? Ich weiß es nicht. Ich sag nein. Das ist total, ja, das ist das, dass das Spiel nicht möchte, dass wir gewinnen. 2:0. Führung ausgebaut. Ja, weil wir am Anfang wahrscheinlich dem Spiel gesagt haben, ha, wir holen uns einen Unentschieden, das reicht schon. Ja, das reicht schon. So, versteckte Foul, komm. Das ist jetzt auch egal, das Spiel haben wir verloren. Die Frage ist einfach nur, wie hoch wir es verlieren. Wir haben
keine Chance, irgendwie was. Ja, wir hätten jetzt auch weiterspielen können, ganz ehrlich. Wir hätten jetzt auch weiterspielen können. Aber nun gut. Also theoretisch, boah, bin ich komplett unzufrieden mit der Partie. Weil es funktionierte gar nichts in der ersten Halbzeit. In der zweiten, boah, ne, passt schon. Also von daher, also normalerweise, das merkt man auch hier, normalerweise würde ich jetzt sagen, ach komm, scheiß drauf, heute, ne? Aber, nee, komm, ich habe auch ehrlich gesagt nicht so wirklich irgendwie irgendwas, also, ja, irgendwie, Euphorie wegen diesen, weil normalerweise, wenn du verlierst, ja, verlierst du, klar, gut, schön, weit, fein, aber wir haben jetzt in der letzten Zeit ganz schön oft online verloren, das wiederum heißt, dass wir nicht mal online spielen, weil, pff, warum auch? Wenn wir EOD wieder verlieren, dann ist das EOD alles sinnlos. So, und er gibt den Freistoß völlig überflüssig. Völlig überflüssig. Warum? Wir waren am Ball noch. Aber er gibt ihn trotzdem. Er muss ihn geben, weil er doof ist. Weil er den Vorteil nicht abwartet, weil alles. Oh Mann. Nö. Ist gut, ist schön, ist fein, ist völlig überflüssig. Ja, 3-0 jetzt aber im Endeffekt durch Unkonzentration, weil Ding ist gelaufen. Ding ist gelaufen, es ist einfach so, es ist echt, ja. Komm, gib auch jetzt auf, ganz ehrlich, jetzt brauchst du nicht mehr noch hier auf Zeit spielen. Ja. Ja, und ihr so? Ja, heute weiß ich nicht. Keine Ahnung. Momentan weiß ich nicht. Momentan bin ich wirklich vielleicht auch einfach nur ein schlechter Verlierer. Das kannst du haben. Das kannst du auch haben. Dass ich einfach momentan richtig schlechter Verlierer bin. Und dass das alles momentan echt nicht so, so meins ist. So. Keine Ahnung. Kann sein. Boah. Oder ich spiele einfach grundsätzlich schlecht. Das kannst du haben. Dass ich jetzt einfach wirklich den, das Formtief jetzt wieder habe. Dass das nach dem extremen Formhoch, was wir ja lange Zeit hatten. Komm, scheiß auf diesen Schiedsrichter. So, nach diesem extremen Form hoch, dann jetzt auch in die Abwärtsstrudel kommen. Dass uns selbst diese Punkte nichts bringen. Genau, spiel nach hinten. Ich komme hier oder eh nicht mehr. Weil, der hat das Ding 3-0 gewonnen. So, Ende. 0-3 verloren. So. Müssen wir was dazu sagen? Nö. Das war keine gute Partie. Mehr braucht man nicht dazu sagen. Gegner war schlechter und wir haben es nicht geschafft, das Spiel im Endeffekt so sehr auszutricksen, dass wir gut genug sind. Ja, unsere Stürmer haben auch nicht geschossen, wenn sie schießen sollten. So ist das. Spieler des Tages ist Griezmann auf der anderen Seite, ist eingewechselt worden, hat getroffen. Boah. Am Multiplikator erkennst du schon daran, dass der Gegner nicht gut ist. Also eine 0-6. Das ist die zweite Niederlage in Folge. Ja.
So viel zu, wir können unentschieden spielen und wir können am Anfang auf ruhig spielen. Das war die 21. Niederlage überhaupt für uns und ja, vielleicht läuft es morgen besser, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Muss ich mir noch überlegen. Bis morgen. Tschüss.